Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total Warhammer 3 mit Grombrindal nach wie vor. Wir sind immer noch hier am Vorstoßen gegen das Chaosreich und guck mal, wer hier unterwegs ist. Die sind ja auch hier. Wie nett von ihnen. So, Krakadrak ist auf jeden Fall ein Ort, den wir als Zwerge auf jeden Fall erobern müssen, weil da gibt es ja schließlich Diamanten, Edelsteine. Das ist etwas, wo Zwerge einfach nicht über ihren Schatten springen können, behaupte ich jetzt einfach mal. Das müssen sie sich holen hier. Krakadrak auf jeden Fall schon mal jetzt hier unsere, eine unserer nächsten Adressen. Gleichzeitig aber auch wiederum müssen wir gucken, dass wir jetzt hier vorankommen. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich die jetzt hier sogar noch in diese Richtung jetzt hier schippern lasse. Wir gehen hier die Armeen wieder einzeln durch. Er hier levelt noch automatisch. Was will der denn jetzt hier schon wieder? Ey, der geht mir auf den Zeiger. Ich würde sehr, sehr gerne die Stadt eigentlich noch auf Stufe 5 hochbringen können. Aber auf der anderen Seite ahne ich, dass sie das wissen. Sehr, sehr ärgerlich, was sie hier gerade eben treiben. Gott, ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal alles. Ich verliere ja sowieso nichts gegen die. So, wunderbar. Haben wir wieder ein Problem abgewehrt. Also eine Zwergenfestung mit einer Armee drin, die muss nicht mal Fullstack sein, ist offensichtlich eine echte Bedrohung für den Feind. Vor allem, wenn die Helden in dieser Armee einigermaßen sogar noch was austeilen oder aushalten können. Dann machen wir mal weiter mit der Anforderung. Mehr Munition für diese Truppe. Das war ja das, was beim letzten Mal meiner Ansicht nach massiv gefehlt hat. Und jetzt können sie hier endlich ihre Truppen weiter rekrutieren, weil nächste Runde ist, das ist hier wieder eine komplette Fullstack. Ich ahne auch, dass deswegen die Armee des Gegners angegriffen hat, weil sie es gewusst hat, dass ich gleich wieder voll einsatzfähig bin. Sag mal, wie viele Untote wollen eigentlich hier noch reinspazieren? Und sagt mir nicht, die Antwort lautet ja. Wir stellen uns jetzt hier mal in den Hinterhalt, auch wenn da 1 Million Agenten rumstehen. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Jetzt muss ich wieder hoch nach Zvorak. Ich stelle mich mal hier in den Hinterhalt, damit der Gegner hier mich nicht kommen sieht. Ich hoffe zumindest, dass er mich nicht kommen sieht. Wir können ja immer noch nicht wirklich rekrutieren. Ich hole mir aber schon mal einen der Hammerträger hier rein, denn, naja. Er hat ja schließlich noch einen Bonus auf Hammerträger. Ey, es ist für mich manchmal einfach nicht nachvollziehbar, wie die KI das hier skillt. Sie haben da, glaube ich, ihr Programm, aber sie wissen halt einfach nicht, wie die Werte miteinander zu kombinieren sind. Da fehlt es einfach noch so ein bisschen. So die bestmöglichste oder intelligenteste mögliche Skillung. Man könnte es ja auch tatsächlich Schwierigkeitsgrad abhängig machen. Ne? Auf hohen Schwierigkeitsgraden skillt die KI clever. Auf niedrigen Schwierigkeitsgraden ist sie ein beschränkter Honk. Das wäre ja alles möglich in meinen Augen. Das überspringen wir wieder. Das Lager der Warler wird von uns repariert. Da hat jemand was kaputt gemacht. Die Warenka-Hügel bleiben die Warenka-Hügel und nein, ich werde hier nicht schon wieder Geld ausgeben. Ich bin ehrlich gesagt sogar wieder am Überlegen, ob ich eventuell, warte mal, ich habe doch garantiert hier da hinten noch die Möglichkeit, Truppen zu rekrutieren. Irgendwo hier eine große Arena, na, reicht noch nicht ganz. Genau, hier in Harganeth habe ich doch eine ganze Menge vorbereitet. Also, rekrutieren wir mal. Hier haben wir schon mal einen Level 32er Disziplinierten. Das klingt doch schon mal wirklich fantastisch. Schauen wir uns den Typen mal an. Kommt jetzt halt davon, hängt davon als ab, was er geskillt hat. Okay, Level 32 heißt aber, der Typ ist noch formbar. Er hat ja sogar schon Punkte hier noch übrig, das finde ich gut.
dann nehmen wir das jetzt hier auch direkt hier noch so rein. Ne? Also wie gesagt, ein paar Punkte sind verschwendet, aber das wird uns nicht umbringen. Dann holen wir uns hier mal von denen hier 4. 2 davon. 2 davon. Und den Rest müssen wir uns halt anderweitig hier holen. Aber das ist jetzt hier halt einfach mal der Beginn der Rekrutierung von diesen Truppen hier. Hier können wir noch das Mäuerchen verbessern und dann war die Kohle schon wieder weitgehend weg. Oh, warte mal, hier Palast ist der Fürsten. Kann ich auch noch mal ein bisschen was mit Geld machen. Wir haben schon eine Weile nicht mehr auf die Diplo geguckt. Oh, und der Lehrmeister würde gerne mit uns handeln. Das ist für die über 800 mehr. Und für uns waren es auch über 500. Okay, dann mal wieder ein Blick auf unsere Trübs. Wie gesagt, du stehst jetzt hier rum. Du stehst immer noch hier rum. Du stehst hier rum. Das passt alles. Dann gehen wir in den nächsten Turn. Und umso mehr Armeen wir jetzt aufstellen, desto eher tendieren wir wahrscheinlich dann doch Richtung Stärke Rang 1, vor allem bei diesen vielen Gebieten, die wir erobern, die uns halt immer mehr Geld noch einbringen, ne? Außerdem möchte ich trotzdem noch mindestens ein oder zwei Armeen so als Ausputzer hinten in meinen Heimatländern haben. Man weiß ja nie, was da kommt. Es könnte ja sein, dass tatsächlich da Feigschwanz wieder aufersteht. Ich glaube, der ist nämlich schon down. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel das macht. Ob die wieder auferstehen, diese Fraktion, oder ob die nur die bereits noch Lebenden akzeptieren als neue Krise. Nein, Volkmar. Ihr. Oh Gott. Der ist schon fast down hier. Der hat fast nichts mehr, ne? Der wurde auch ganz schön nach Norden geprügelt. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Verhängnisburg wird angegriffen. Nee, schaffen wir nicht. War mir klar, dass wir das nicht schaffen. Aber es ist mir egal, ob ich jetzt Verhängnisburg nochmal ein- oder zweimal verliere. Mir geht es darum, dass ich jetzt endlich die Fraktion von Azazel da besiege. Dass Norska endlich in unserer Hand ist. Ja, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Es beginnt! Die Rattenflut? Es war töricht, sich über die Skavenhorden zu sorgen. Außer ein paar vereinzelter Kundschafter ist die Oberfläche völlig ruhig. Und doch sind dort Krallenspuren, wo keine sein sollten. Huschende Geräusche in der Nacht. Das unheilvolle Glühen von Warpstein, das aus entfernten Höhlen und den Eingängen der Tunnelwege dringt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es beginnt. So, dann hole ich mir auf jeden Fall wieder die Stärke des Grimm hier. Okay, wie mir scheint, sind die Ratten jetzt hier auf dem Vormarsch. Wieder ein Groll verzeichnet. Gott, ey, diese Chaos-Konflikte werden einfach immer schlimmer. Eigentlich muss ich jetzt diese Armee hier schlagen. Das ist aber eine Billo-Armee, wenn wir mal ehrlich sind. Die sehen immer Orks überall. Die Zwerge. Die sind alle so voller PTBS, was Orks angeht. Boom. Wir haben 104 verloren gegen die in dieser Schlacht. 104. Das ist nix. Okay, das war viel leichter als gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du schipperst hier immer noch weiter. Ja, schipper erstmal dahin. Dann kümmerst du dich jetzt hier gleich mal um den Vorstoß Richtung Krakadrak. On my way.
Der Witz ist, ich kann hier sogar marschieren, ohne Verlust. Ohne Verschleiß zu erleiden. Das ist gut. Wenn auch etwas überraschend. Okay. Now it's time. Erstmal belagern. Dann gehst du jetzt dahin, mein lieber Belegar. So, du gehst dahin. Belegar greift den hier an, dann rennt er nämlich garantiert weg. Das ist gut, Belegar. Jetzt kann Belegar wieder in diese Stellung gehen. Und wir nehmen jetzt diesen Laden jetzt hier ein. Was? Pyrosieg? Oh, das ist die Art von Pyrosieg, die ich aber akzeptieren werde. Plündern und besetzen. Der Monolith war eine wichtige Festung hier, die uns die ganze Zeit aufgehalten hat. Und jetzt können wir endlich ein bisschen Kapital daraus schlagen. Ach, mich nicht die ganze Zeit hier verrücken. So, sehr gut. Und nochmal ein bisschen Wachstum hier rein. Und jetzt kümmern wir uns noch um diese Armee hier. Die jetzt höchstwahrscheinlich keine Chance mehr haben wird. Jo. Einfach wegkombiniert den Laden hier. So, auch du machst hier wieder die Lagerstellung. Und machst dich schon mal auf den Weg weiter Richtung Osten. Hm, nochmal ein Rettungszauber. Muss ich ernsthaft drüber nachdenken, ob ich das Ding mir demnächst mal hole. Also gut. Wir holen uns mal einen zweiten. Und wie gesagt, er hat jetzt halt auch noch jede Menge Boni für Langbärte. Ja gut, dann holen wir uns halt in seinem Fall halt Langbärte. Ich leide ein bisschen, aber was soll's. Auf Verhängnisburg haben wir wie gesagt verloren. Holen wir uns wieder zurück. Da wird jetzt auch eine ordentliche Welle von Zwergen nach Richtung Osten schwappen. Und Norska endgültig aus den Fängen der Norska befreien. Okay, der hat jetzt hatte zwei Level-Ups. Das ist gut. Das heißt, wir können ihm jetzt hier nochmal die technischen Verbesserungen geben. Noch mehr Rüstung und rüstungsdurchdringenden Schaden. Du levelst ja automatisch. Das ist okay. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um diese Schweine. Ja, wobei, es ist ein knapper Sieg und ein knapper Sieg ist für mich ausreichend. Wie gesagt, solange ich keine Units verliere, bin ich ja nicht mit allem happy. Das ist alles schwer in Ordnung so. Jetzt müssen wir noch mal Matorka rücken. Aber erstmal müssen die sich jetzt hier einigermaßen wieder regenerieren. Ja, komm, von Grimnir geehrt und noch. Haltet die Stellung, der Rest von denen levelt ja automatisch. Sollten sie zumindest. Sehr unwahrscheinlich, dass es klappt. Aber ich probier's. Der hat auch wieder ein Level-Up. Ja, dann bekommt er jetzt eine tödliche Klinge. Kann ich da nicht rüberjumpen? Ja, kann ich. So, wir werden uns jetzt hier Karakdron noch holen. Und den Eisenfelsen will ich mir eigentlich auch noch jetzt wieder einverleiben. Wir gehen also wieder in die Offensive. Kann ich hier noch mal Truppen rekrutieren? Hier würde es gehen. Also, ein weiterer Kommandant, der gut kämpfen kann. 29. Ja, der hat doch schon mal einen Teil der richtigen Skills. Ich sage absichtlich einen Teil. 1, 2, 3, 4.
Ich bin überlegen, ob ich auch mal Bugmans Kumpane reinnehmen soll. Nee, Quatsch, der hat schon. Der muss eigentlich die hier sich später noch holen. Level up. So. Für den hier ganz wichtig gewesen. Oh, der levelt ja auch noch. Der ist noch jung und formbar. 1, 2, 3. Ich mach das jetzt endgültig eh. So die Nase voll, dass es mir ständig gezeigt wird. Das hier überspringen wir wieder. Jetzt kommen sie wieder mit diesem ganzen Käse daher. Die Varenka-Hügel, wie gesagt, lasse ich nach wie vor. Wir haben eine weitere Provinz erobert. Da sage ich auch direkt, macht mehr Kohle. Eisige Ödland. Albion, genau. Können wir hier auch noch einiges mehr an Geld verdienen, wenn wir das wollen. Und natürlich wollen wir das. Okay, den Rest müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Gehen wir in den nächsten Turn, würde ich sagen. So, nächste Runde geht der hier bei der Packeisbucht an Land. Der Altar der blutroten Ernte könnte der letzte Ort sein, an dem Azazel, glaube ich, noch irgendwie existiert, glaube ich. Ich meine, dass ich sonst nichts mehr gesehen habe, was mit ihm in Zusammenhang steht. Aber das finden wir raus. Auf die eine oder andere Art. Der Kult der Sinnesfreuden ist richtig schwach geworden. Waren die nicht mal mega stark noch vor kurzem? Ja, die sind hier richtig in sich zusammengesackt. Die führen aber auch einen Zwei-Fronten-Krieg. Komm, halt von Süden kommt halt die Jagdexpedition. Und von der, also nach Norden können sie nicht wirklich, weil da sind die Hochelfen weitgehend hier und die Herolde der Ariel, die Waldelfen sind am Start. Die, also die kämpfen hier. Es sind einfach ein riesiger elfischer Bürgerkrieg, der hier de facto stattfindet. Greetings, Knights of Britannia. Ich möchte nicht. Bin eigentlich gerade eben mit meiner diplomatischen Ausgangslage sehr, sehr zufrieden. Summon me if you dare. Zack. Und gehört damit uns. Mich wundert halt bloß, dass er quasi außen rumgehen will und nicht hier direkt anlandet. Oh, im Schwarzfels haben wir eine Unterstadt entdeckt. Wäre vielleicht besser, wenn die weg wäre. Wow, ich realisiere gerade eben, dass es vielleicht jetzt besser wäre, nicht hier zu sein. Weg mit dir. Untotes Pack. So, jetzt stelle ich mich mal hier so ein bisschen in den Weg. Und lass den jetzt hier mal so schnell wie möglich rekrutieren, wenn es überhaupt noch klappt. Also, der große Krieg gegen die Skaven hat begonnen. Ja, perfekte Vitalität gebe ich dann doch eher den da. Besetzen. Auch er hat jetzt hier perfekte Vitalität. Es sind aber noch gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass dieses Szenario vielleicht ein bisschen anders abläuft, als wir es von den anderen gewohnt sind. Der Eindruck entsteht zumindest gerade in mir. So, nächstes Gebiet gesichert. Jetzt gehst du da ein. Und zeigst ihn mir schon mal auf. So geht's nicht, mein Freund. Also, Krakadrak.
Ja, das werden wir jetzt halten, einnehmen müssen, ne? Mal wieder so eine Schlacht. Muss halt sein. Muss halt sein. Ich meine, es wird wieder sehr, sehr eindeutig ausgehen. Aber es ist besser, es nochmal zu üben, ne? Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Das müssen wir uns immer wieder sagen. In diesem Zusammenhang. Ich muss bloß dazu kommen, die ganzen Sachen jetzt halt auch sinnvoll einzusetzen. Oh! Da ist wieder meine Lieblingsstelle. Ja, dann weiß ich doch schon, von welcher Seite ich aus angreifen werde. Mhm. Ich pack die alle mal gerade eben dahin, ne? Hab ich noch irgendetwas da drüben verloren? Nein. Also, ihr ballert diesen Turm kaputt und der Rest von euch wandert jetzt mal vor. Wie gesagt, der Turm muss halt weg. Jetzt gehen wir mal mit den Drachen schon mal rein. Ich finde das immer noch so geil. Mit den Drachen gehen wir jetzt mal rein. Immer noch unsere Austauschdrachen. Die haben sich inzwischen schon komplett an diese Bartträger gewöhnt. Der hat sauber getroffen. Da sind noch ein paar Korsaren am Start. Warte mal, ich stelle euch da hin. Damit auch noch, dass ihr das hier kaputt macht. Nein, du sollst doch nicht landen, du komischer Lurch. Gebt den jetzt hier erstmal ordentlich eine mit, wie es gehört. Also, hust mal da drauf. War ganz okay vom Trefferfeedback her. Geh mal näher ran. So, wenn der Turm jetzt hier weg ist, machen wir mal ein Loch rein. Da fehlt nicht mehr so viel. Fangen wir mal mit dem Ding hier an. Das sieht so aus, als ob es ein Loch sein wollte. Der kann schon wieder direkt husten. Das heißt, wir stellen den Drachen mal hier hin. Können wir nochmal hier auf die Außerkorone mit Hellebarde hier spucken. Machen wir da drüben lieber hin. Das hat sich gerade mehr verteilt. Machen wir es mal so. Nicht so viel getroffen, wie erhofft. Dann machen wir noch ein Loch rein. Ihr fliegt noch dahin. Ich will mal gerade mal testen, wie viel Schaden machst du, wenn du es da mal reinrotzt? Überschaubar. Äußerst überschaubar.
move now! Down! Gott! So, jetzt haben wir noch ein zweites Loch reingemacht. Ja, die ballern jetzt hier über den Haufen. Und einmal kann ich hier nochmal wieder ein bisschen rumspucken. Da kommen auch schon wieder die nächsten Freiwilligen jetzt hier gerade eben an. Ja, das war okay. Es war jetzt nicht gut, es war okay. So vom Damage her. Warte mal, da kommen ja noch mehr. Ihr macht euch hier gerade immer wieder weg. Der hat de facto nichts getroffen. Ja, die Winkel sind also unglaublich wichtig. Ich versuche für mich gerade immer noch rauszukriegen, welche Winkel gut sind und welche nicht gut sind. Du gibst ihm noch mal ein bisschen Munition hier. Dann könnt ihr euch da noch hinstellen. Die Drachen haben fürs Erste ausgedient und können sich zurückziehen. Hier machen wir noch mal ein weiteres Loch rein. Deswegen ich jetzt einfach mal empfehlen würde, dass ihr euch jetzt hier schon mal dahin stellt, ihr euch dahin stellt, du dich dahin stellst. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir rumbomben. Hier nochmal zurückfliegen. Dann versuche ich mal die Reiter hier zu bomben. Also die Reiter bekommen deutlich weniger Schaden dadurch. Das ist halt echt der Witz, ne? Die können halt absolut überhaupt nichts gegen das Bombardement machen. Ich bomb die jetzt ja auch gerade eben nochmal. Wie gesagt, die Chaoskrieger müssen halt weg. Und nochmal zurück. So, schön aufstellen. Hui. Jetzt legt ihr sogar schon los. Was gar nicht so sehr jetzt hier eure Aufgabe eigentlich sein sollte. Nee, hört mal auf zu werfen, das gefällt mir so nicht. Du gehst da hin und du gehst da hin. Das macht auch keinen Sinn. Ich schicke jetzt mal ihn rein, wie wir es uns immer getan haben. Euch auf die Seite. Und einen der Flamer jetzt hier mal dahin. So, die räumen nämlich jetzt hier mal die Mauer. Und dann kann ich den anderen nämlich hierhin bewegen. Dich dahin. Die ziehen sich halt absichtlich jetzt hier zurück, ne? Die wollen nicht mehr. Das ist sehr offensichtlich.
Das war's für dich. Jetzt kannst du dahin gehen, ballern. Du kannst dahin gehen, ballern. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie mal einen Runenzauber gesprochen. Hui, jetzt geht's ja auch wieder zur Sache. Ach, ich liebe das. So, du gehst jetzt da noch hin. Du gehst da noch hin. Ihr könnt es auch werfen. Glaub's euch. Tja, die Trolle haben überhaupt gar keine Chance gegen diese burnenden Geschosse, die wir hier abfeuern. Ne, absolut gar keine. Also gut, rein mit unseren Zwergenkriegern. Unseren Eisenbrechern. Wir haben jetzt den Laden hier genommen. Du rückst auch jetzt hier vor. Sobald wir diese Anhöhe haben, ist es eh vorbei mit ihnen. So, und jetzt alle rein. Ihr geht noch dahin. Du kommst auch noch jetzt hier hin. Und ich würde aber mal sagen, wir fackeln die jetzt hier kurz mal ab. Dann holen wir die Drachen noch rein, für ein bisschen Entsetzen. Die Artillerie können wir da hinten noch hinstellen. Du kommst da noch mit rein. Wird halt schwierig zu treffen jetzt hier, ne? Jetzt die Drachen rein für den Entsetzenseffekt. Gut, der spielt leider nicht so die große Rolle hier. Du musst dich da noch mit hinstellen. Du noch da mit hin. Und jetzt geben wir uns mal noch mal ein bisschen mehr Nahkampfangriff. Wo hat denn der überhaupt noch so viel, dass ihm noch so viel angerechnet wird? Okay, er hat noch Reserven, aber nicht viele. Wenn diese Auserkorenen hier weg sind, dürfte auch die Schlacht vorbei sein. Jawohl, die wanken jetzt. Jetzt rückt ihr mal vor. Und ihr geht mal bis hier. Tja, die Charge jetzt den Hügel hinauf. Das kann natürlich nicht gut enden. Sag's euch, Zwerge mit Drachen. Abgedrehte Nummer. Aber funktioniert. Funktioniert sogar über, also erschreckend gut.
Es sollte verboten werden, so gut wie das funktioniert. Ich glaube, die wollen nicht mehr, oder? Aber sie wollen auch nicht aufgeben. Lass mal mit der Artillerie hier weiter reinballern. Da kenne ich jetzt nichts. Einfach drauf. So, weil die kommen nämlich jetzt auch immer wieder an, ne? Sie haben ja auch nicht unbedingt die großartige Wahl. Sie müssen. Nochmal ein bisschen näher runter. Dann kann ich die Artillerie endlich da oben hinstellen. Wie sie meiner Meinung nach auch stehen sollte. Wusch. Und jetzt halten wir auf die da hinten drauf. Das sind halt noch ein paar Chaosritter, ne? Lassen wir das einfach mal die Artillerie entscheiden hier. Früher oder später müssen sie kommen oder aufgeben. Bis jetzt scheinen sie sich eher für den Weg der Feigheit zu entscheiden. Also weder das eine noch das andere machen zu wollen. Oh, du stellst dich mal dahin. Nicht vergessen, wir haben noch Bomben. Ich will nicht, dass du direkt angreifst, sondern einfach nur ein bisschen ballerst. Und du kannst eigentlich das gleiche mit denen hier machen. Was kann ich denn noch angreifen? Haben die noch irgendetwas? Das sieht fast so aus, als ob ich zum allerersten Mal hier eine Schlacht wirklich zu Ende führen muss. Na dann, go. So, die Einheit ist zerstört. Die Gyros sind leer. Oh, da drüben sind noch mal ein paar von den Rittern. Komm, wir nehmen jetzt erstmal diese Trümmer auseinander. Also gut, die Ironbreakers, ihr sichert jetzt dieses Gelände. Ihr sichert dieses Gelände. Meine Nase juckt. Entschuldigung, es ist Erkältungszeit, Leute. Gehst du da hin? Dann haben wir noch mal ein paar Wurfäxte am Start. Halt. Du gehst da noch mit hin. Du gehst da noch mit hin. Jetzt werfen wir unsere letzten Wurfäxte auf die hier und dann haben die hoffentlich jetzt auch ausgespielt. Zwar frontal in die Schilde, aber das ist mir egal. So, die Ritter wollen jetzt ja auch nicht mehr. Das heißt, wir rücken jetzt bis hier vor. Ich finde das ehrlich gesagt cool, dass sie nicht so schnell aufgeben. Meine Formel hat dieses Mal nicht funktioniert. I like this. Was ist mit euch? Die sind verbuggt. Endlich können wir mal wieder ein paar Ritter kochen.
weiß ich auch, woher der arme Ritter kommt. Nein, arme Ritter ist ja eigentlich was anderes, aber... Es war einfach zu passend. Für einen dummen Spruch. Go, go, go. Hammerträger, einer da ein. Hammerträger, einer da ein. Jetzt kannst du dich da hinstellen. Du kannst dich da hinstellen. Du stellst dich noch ein bisschen mit davor. Ihr stellt euch da noch mit hin. Weil die kommen jetzt, so wie es aussieht, freiwillig. So, die fliehen immer noch. Hier wird schon wieder gekocht. Da ist es vorbei. Jetzt sehen sie es endlich ein. Okay. Nee, ich finde es ganz gut, wenn die KI ihre Truppen nicht gleich alle in der Mauer verheizt. Da entsteht halt ein gewisses Maß an Spannung. Das sind wir bei 41 Minuten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Adi.